Dungeon Defenders Wiki. Damit auch diejenigen, welche nicht des Englischen ganz so mächtig sind, trotzdem sich erklären. Ich fühle mich jetzt mal davon angesprochen. Ja, ich glaube, der einzige Hauptgrund ist, warum wir es eigentlich machen, ist nur, damit unser Lollo hier auch mal weiß, worum es geht. Das war eine schöne Erklärung. Der einzige Hauptgrund. Meine Güte! Diese scheiß Raketen, gib es doch nicht. Moment mal, ist Fluchen überhaupt erlaubt? Nein, natürlich nicht. Ich weiß es nicht. Also, die ganz harten Flüche... Ich spreche ja so oft immer übelstes Ruhrpott platt. Falls einem das schon mal aufgefallen ist. Du bist sonst, wenn ich mich aufreg. Ruhrpott-Assi. Solange du hier nicht... Nee, Ruhrpott-Assi gibt es, die sind schlimmer. Ja, okay. Die mag ich selber nicht. Solange du hier nicht mit Bayerisch oder Niederländisch oder keine Ahnung was anfängst. Aber wieso Niederländisch ist noch schön? Küt! Kann nur keiner verstehen. Ich muss nur Küt sprechen, ey. Küt, Küt, Küt. Bloß irgendwie. Nee, Küt ist auch doof. Na gut, ne? Ach, so stark fluche ich ja gar nicht. Ja. Schwache Flüche sind erlaubt. Hm. Okay, das motorische Scheiße hat man halt so, ne, was weit verbreitet ist, sag ich mal. Das steht wahrscheinlich schon bald im Duden unter dem Begriff Ausdruck des Ärgerns. Eventuell, man weiß es nicht. Was haben wir da noch? Verdammt. Ja, das ist ja wohl. Ja, das ist harmlos. Das ist harmlos. Also, man kann auch harmlos fluchen. Ja. So, ich fühle mal vorne mit den Minions mit. Wow, jetzt habe ich die Liste richtig schön mittig. Einer noch 100 Mann? Ja, habe ich. 160 ich sogar. Ich habe noch den einen Buffbeam hochziehen. Ja. Eine Kiste ist da oben noch? Oder ja. Was meintest du? Okay, ich sehe keine. Nein, werf deinen Mana ab. Ach so. Ich habe verstanden, hier ist eine Kiste. Werf deinen Mana ab. Wir zwingen dich dazu. Weißt du es aber? Kann er gerne haben. Ich krieg gleich wieder 1000. Na gut, ein bisschen mehr. Entschuldigung. Die sterben. Wir brauchen nicht noch. Also nur wenn ich mal so ein kleines Hüstchen hab, weil so ein kleines Hüstchen. Das war schon kein Frosch mehr, das war eine Froschfamilie. Ach komm. Angriff! Das ist die beste Verteidigung. Drei Djinns auf einmal. Ich bin gut. Ja, ich hab nichts. Drei Ogre auf einmal. Das geht nicht gut. Wow. Boah, ich hoffe echt, dass das... Flüchtest du nach hinten und was ist hinter dir? Orks, jede Menge Orks. Solange es kein Ogre ist, der haut dir nämlich dann den Knüppel in den Rücken. Ja, trotzdem, wenn du auf einmal von Orks... Was zur Hölle geht denn jetzt ab? Ach, bei euch vorne. Da schon, bei mir wird was angegriffen. Ich glaub... Muss ein Ogre durchgekommen sein mit der Keule. Ach so, ja, genau. Das ist auch ein Problem. Da müsste man nochmal drauf gucken. Nämlich, wenn man... Also der linke Bereich, ne? Also nicht die Mitte, auch nicht rechts, sondern links. Wenn man jetzt hier guckt, ne? Also eigentlich müsste hier. Man die müssten ein bisschen weiter vorne stehen. Ungefähr auf Höhe des Baumes müsste eigentlich der Buffbeam sitzen mit den Minions. Ja. Hier. Wobei eigentlich würde ich ja sagen, die Entfernung ist ganz gut. Ja, da liegt eigentlich nur daran, wir haben die Entfernung gesagt wegen den Ballisten, damit die nicht angegriffen werden. Aber wo ist denn jetzt? Wahrscheinlich kann vorne. Kann ja in der Front der Ogre gewesen sein, ja, der durchgesetzt hat. Also normalerweise ziehe ich den Buffbeam auch ein bisschen weiter vorne, ungefähr auf der Hälfte dieser Platte hier. Hier ist ja so eine, hier sind ein paar tolle kleine Holzplatten. Und das sage ich auf einer Holzbrücke, okay. ja. die kleinen Platten, die da vorne sind. Die Zuschauer wissen jetzt alle, welche ich meine. Weil ich so schön drauf zeige und ihr habt keinen Plan.
Liebe Kinder, dies ist eine Holzbrücke. Sie besteht nicht aus Holzplatten. Nein, sie besteht aus Holzbrettern. Genau. Der Klugscheiße. Brett an Brett. Und was ist mit den Holzbalken? Daraus besteht sie nicht. Und den Holznägeln. Und dem Holzbeton. Holznägeln? Und den Holzsteinsäulen. Okay. Holznägel gab's. Ja, du nennt bist. Auch, übel. Nee, Kacke. Ah, Entschuldigung. Lass es. Lass es. Mann, wie heißt dieses komische kleine Holz, was man bei den Schränken immer mit dabei kriegt? Wenn man Schränke aufbaut. Sind die Dinger nicht Dübel? Ja, aber es sind keine Nägel. Nee, es sind keine Nägel, aber. Ja, dann war Dübel doch richtig. Ja. Ich habe Dübel gesagt und dachte jetzt an dieses dumme, komische Plastikteil, was du in eine Wand schiebst. Das eine sind Holzdübel und das andere sind Dübel. Und ich kann jetzt eine schöne Ansicht von oben machen. Das ist schon eine Fee. Ja, aber eine Fee ist kein unendlich Lebensspender oder sonst was. Ich habe noch nicht mal eine Fee. DPS-Pad. Diese Oger sind leider ein wenig stark. Sie sind lebenabsorbierend. Das wäre ja noch schöner. Dann kriegen die das Leben auch noch, das sie mir abziehen. Hat man manchmal das Gefühl. Je mehr die auf mich draufhauen, desto stärker werden die. Das nennt sich dann Motivation. Motivation. Hey, ich kann den Mika prügeln. Das erfreut mich. Jetzt kräftiger zuschlagen. Das hört sich an wie in so einem. Ja, das klingt zwar jetzt komisch, aber das hört sich an wie in so einem Spiel. Jetzt zuschlagen. Ja. Schlagen Sie jetzt zu. Für nur 9,99 €. Ein Top-Schnäppchen. Rufen Sie unter der unten eingeblendeten Nummer einfach an. Automarken mit O? Nicht? Okay. Thema hatten wir gerade. Ja, und? Immer wieder schön. Ich hab noch ein bisschen Mana. Ich verballer das einfach mal. Nee. Zu starkes Upgrade. Dam. Da sind wir schon in der 13. Welle. Und gleich lassen wir uns wieder killen. Ach komm. Wir sind zu dritt. Dürfte eigentlich ganz gut laufen. Glaubst du? Erzähl das mal bitte den Endgegnern, ja? Ja gut, die sind auch ein bisschen stärker. Die haben auch ein bisschen mehr Leben. Das hat aber nichts zu bedeuten. Wir haben immer noch eine gute Chance, das Ganze zu überleben. Nein. Haie. Überleben? Nein. Glaube ich noch nicht dran. Wieso? Wo rennt der Hai hin? Immer in die andere Richtung. Ja, so ungefähr. Das Gefühl hatte ich auch auf einmal. Boah, mir sackt gerade die Framerate weg. Komm wieder bei mir, uns vorne. Ja, der Oger kommt zu nah ran. Ja, dann umhauen. Zack, sofort. Ich versuch's. Hab ich auch mal meine Auren abgegradet? Boah, ich hab grad sowas von keine Animation mehr. Ich weiß nicht, ob das nach. Das ist natürlich bei den Zuschauern sehr schön. Ich hoffe gerade, dass das im Video nachher besser aussieht. Nein. Glaube nicht. Doch, glaub sonst habe ich das auch immer. Das sieht bei mir in der Anzeige immer grauenhaft aus und wenn ich es mir nachher angucke, dann läuft da zwei Zacken flüssiger. Dann hoffen wir da mal drauf. Boah. Na, wenigstens war das ein schönes Standbild. Okay, also das könnte hier ein Problem werden. Ja, wohl nur die vordere. Also, die Minions habe ich zu nah dran gebaut.
Ja, Das 5 von. könnte unser potenzieller Untergang sein. Hoffen wir es mal einfach nicht. Und schauen mal, ob wir gut durchkommen jetzt. Ja, wird schon irgendwie passen. Ja, entweder das klappt oder geht nach hinten los. Ah, Wer weiß? da blinkt noch eine Aura. Also ich sehe hier gar nichts. Wahrscheinlich war das dann irgendwo hinten. Irgendwo da hinten, was zwar auch halten muss, aber mich gerade nicht interessiert. Boah, diese Raketen von den Goblin-Koptern sind schlimm. Extrem, ne? Jo. Oh, ja, die Raketen sind echt schlimm. Yep. Kannst du einfach Oh nach mein vorne Gott. gehen? Ich kann gerade gucken. Ach so, genauso wie ich. Das ist der Mikael wieder, unsere letzte Rettung. Ja, jetzt muss ich wieder mal an meine Ecke. Hier stehen sie nämlich auch schon wieder Schlange. Oh mein Gott, bei euch vorne geht aber gerade echt die Party. So, Schnell bauen hin. wir dir. Meine Güte, warum hakt das gerade so? Vielleicht liegt das an den 30.000 Goblin-Koptern, die hier so wild durch die Gegend flattern. Könnte sein. Dann hoffe ich, dass ich gleich bei den Endgegnern was sehe. Nicht, dass du an den Endgegner vorbeirennst. Na, vorbeirennen nicht. Ich glaube, so ein bisschen in die Arme rennen und draufgehen wird das. Oder liegt es das daran, dass ich mitten in der Aura stehe? Würde ich Das auch kann auch sagen. gut sein. Auf! Chicken Wings! Wir kommen! Wird der Kristall geheilt? Ja, der wurde geheilt. Stand da. Stand. Alles geheilt. So, das sind Kann man unsere hier auch sehr gut gebrauchen. drei Endgegner. Oh, da ist der Schneemann direkt hinter mir. Auch immer wieder ein schönes Erlebnis. Ah, ich hasse das, wenn dieser Goblin Cupid verlangsamt. Das ist immer so nervig. Der hat wie Raketen. Ich sehe schon wieder nicht, wo er ist. So, ich stehe mal eben ein bisschen vor dem Snowman. Ich auch. Hat der viel Leben? Pass auf, dass dich kein Oger umhaut. Das passiert hier auch leicht. Die schießen schon wieder. Geh doch drauf. Ja. Oh. Das Nicht musste du. passieren. Jawohl. Den ersten haben wir platt gemacht. Super. Der Schneemann hat auch nicht mehr ganz so viel Leben, glaube ich. Naja, 270. Ja, von 500 oder 400 hatte der. 500. Ja. 500 Millionen. Jetzt bleibt der Chicken ja schön Ja. an Das der Stelle. ist das Gute da dran. Blinken wir ein bisschen über die Karte. Boostet nicht. Boostet die Verteidigung schnell. Das geht Dafür müsstet ihr mit genug 0, Mana haben. gar nichts ganz schlecht. Und das Leben geht runter und runter und fertig. Schon haben wir Nummer 2. Huch, da hat mich was angegriffen. Ja, Raketen von oben. Mir fehlen nur noch 10 Millionen, dann bin ich schon auf dem nächsten Level. Wahnsinn! So, jetzt kommt das große Hühnchen. Es hat mich aufgepickt. Nein, 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 ich bin eingesponnen! Nein! Nein, 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 nein! Ah, Glück gehabt. Ja, diese Sprünge sind schon grausam.